Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Namen Allahs des Erbarmers, des Barmherzigen. grüße ich erstmal alle mit Salam Aleikum, der Friede sei mit euch. Und bedanke mich bei den Veranstaltern für die Einladung und euer Vertrauen, dass ich hier sprechen darf. Und möchte mich vielleicht für diejenigen, die mich nicht kennen, doch kurz vorstellen. So ein bisschen mein Hintergrund. Ich bin gebürtiger Odenwälder, das ist so 60 Kilometer von hier, südlich von Darmstadt, und habe also deutsche Wurzeln. Ich betone das, weil das gleich für den Vortrag dann auch wichtig ist, und bin 1979 zum Islam gekommen. Habe 1984 geheiratet, meine Frau ist aus Afghanistan, ich habe zwei erwachsene Söhne und einen 14-jährigen Sohn, und wir leben auch im Odenwald, und wir versuchen uns seither der islamischen Lebensweise anzunähern, diesem hohen Ideal. Warum ich das betone, ist auch 1979, dass Hanau die Moschee war, also in der Gärtnerstraße, wo wir, die wir hier im Umkreis gelebt haben als neue Muslime oder als Muslime, immer als Anlaufstelle da war für Halal-Fleisch. Das war also, wir mussten früher also 60, 70 Kilometer fahren, um also Halal-Koscher-Fleisch zu kaufen. Und das war damals schon die Gärtnerstraße. Und seitdem kenne ich die Moschee. Mal war ich intensiver da, habe Vorträge gemacht, mal waren ein paar Jahre nicht da. Aber es ist immer irgendwie eine Verbindung. Und Hanau ist für mich dann dadurch auch so ein Stück Heimat geworden. Wir haben dieses Wochenende das Thema, ja, gehört der Islam zu Deutschland, als Überthema, und die Geschwister, die das organisiert haben, haben mich gebeten, etwas zu sagen über Islam, Muslime und Integration. Sind wir integrierbar? Und es ist leider so, und jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, dass diese Frage eigentlich immer noch im Raum steht, und wir haben es auch jetzt gerade gesehen bei der Präsentation, ist das Wort Integration immer wieder aufgetaucht. Das liegt aber auch daran, dass wenn es das Thema Muslime in den Medien oder in Gesprächen behandelt wird, es dann oft so ist, dass immer die Extreme dargestellt werden. Also entweder die gewaltbereiten Terroristen oder eben die Superliberalen. Das ist das, was durch die Medien geht. Aber Islam ist der Weg der Mitte. Und das ist der Mainstream, das ist die Mehrheit der Muslime. Und über den wird wenig berichtet. Und es hat ja auch hier schon zweimal, ist schon zweimal gesagt worden, dass man eigentlich mit dem Mainstream nicht in den Dialog kommt. Also man weiß zu wenig, man hat zu wenig Informationen. Man weiß sehr viel über die Terroristen, und man weiß einiges über die Liberalen, aber so, was Islam dann letztendlich wirklich bedeutet, das ist irgendwie in der öffentlichen Medien nicht bekannt. Und wenn ich jetzt zu diesem Thema Islam und Integration spreche, dann möchte ich das in zwei Bereiche aufteilen. Einmal möchte ich unter dem Thema die islamische Lebensweise als Weg zur Integration verdeutlichen, was der Islam den Muslimen an die Hand gibt, um sein Leben zu bewerkstelligen, egal wo er lebt, ob in einem islamischen oder nicht islamischen Land. Und dann möchte ich die Geschichte der muslimischen Einwanderer betrachten in den 60er Jahren, also viele sind als Gastarbeiter gekommen, und werde quasi so ein bisschen die Historie aufzeigen, um auch deutlich zu machen, dass nicht alles, was Muslime tun, auch islamisch ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass also, wenn die deutsche Öffentlichkeit uns Muslime betrachtet, meint, das sei alles Islam. Das ist aber oft nicht so. Ich werde also Kritik sowohl an den Muslimen als auch an der deutschen Gesellschaft führen und werde so ein paar Spitzen setzen, um dann später auch in der Podiumsdiskussion vielleicht das eine oder andere nochmal aufzugreifen. Thema Integration, die Germanen, und wir sind ja hier in Old Germany, die Germanen hatten es schon
oder es ist ihnen schon immer schwer gefallen, andere zu integrieren, ob das jetzt die Römer sind oder das Christentum. Also der Germane hat so ein bisschen immer so eine Abwehrhaltung gegen alles Fremde. Er ist gerne das, was er ist. Und ich habe ja gesagt, dass ich also hier in Deutschland geboren bin mit deutschen Wurzeln. Und mir ist einmal Folgendes passiert bei einer Moscheeöffnung im Odenwald in Mosbach. Habe ich eine Moscheeführung gemacht und es war eine Gruppe von Nichtmuslimen, also von Interessierten, die gerne die Moschee besuchen. Und ich habe einen kleinen Vortrag gemacht. Und es war eine Familie da, ein Herr mit seiner Frau und zwei, drei kleinen Kindern. Und als ich fertig war, war er ganz böse und hat zu mir gesagt, ich solle doch meinen Islam nehmen und daher gehen, wo ich hergekommen bin. Und da war ich noch ein bisschen aggressiv damals drauf, nicht so bedacht und habe so ein bisschen auch forsch, barsch geantwortet und habe gesagt, ja, glauben Sie denn, dass Jesus mit blonden Haaren und blauen Augen in Deutschland unterm Weihnachtsbaum geboren ist? Und er war dann so schockiert mit dieser Antwort, dass er seine Familie genommen hat und ist gegangen. Es hat mir leid getan hinterher, das war sicherlich nicht die richtige Antwort. Aber auch das Christentum ist irgendwann nach Europa gekommen und musste sich hier etablieren, musste angenommen werden von den Menschen. Und genauso ist es mit allem Neuen, was hierher kommt. Ich bin der Meinung, also wenn ich nicht integriert bin, also wie gesagt, hier geboren, hier aufgewachsen, Jahrgang 58, berufstätig, Steuerzahler, Familiengründer, ich habe für die Rente gesorgt durch meine Kinder, für die nächste Generation, bin immer berufstätig und bin aktiv im Dialog und versuche also die Wogen zu glätten. Wenn ich nicht integriert bin in diesem Land, dann gibt es keine Integration. Und viele der jungen Muslime, die hier aktiv mitwirken, sind hier in diesem Land geboren. Sie sehen zwar nicht deutsch aus, aber sie sind Deutsche. Sie sind hier geboren, sozialisiert, aufgewachsen. Das Heimatland ihrer Eltern ist für sie ein Urlaubsland. Also bin ich der Meinung, um es gleich vorwegzunehmen, wir Muslime sind schon lange integriert. Genau wie die Deutschlandrussen, die hierher gekommen sind, die ihre Kirchen gebaut haben, die Frauen, die auch Kopftuch tragen, wenn sie in die Kirche gehen, die auch ihre Eigenarten haben in der Kleidung, im Umgang mit Schule und wo auch immer. Und so könnte man viele Gruppierungen aufzählen, Zeugen Jehovas, Buddhismus, Hindus, die alle hier leben und ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und genauso wie es keine Frage ist, dass diese Gruppen integriert sind, sind auch wir, meiner Meinung nach, schon lange integriert. Nur in der Öffentlichkeit ist es halt leider so, dass gerade durch die Medien die Muslime in ein schlechtes Licht geraten sind und dadurch immer wieder diese Ausgrenzung und Vorwurfshaltung der Öffentlichkeit uns entgegentritt. Und deshalb war ja auch diese Veranstaltung. So, das war das Vorwort. Und jetzt halte ich mich ein bisschen an den Text, damit das auch ein bisschen präzise wird. Und ich habe ja gesagt, der erste Teil wird sein, die islamische Lebensweise als Weg zur Integration. Das ist vielleicht für das deutsche oder nicht-muslimische Ohr ein Widerspruch. Aber wir werden gleich sehen, dass das überhaupt kein Problem darstellt. Die Muslime haben sehr früh in der Geschichte, in der muslimischen Geschichte, mit Aus- und Einwanderung zu tun gehabt. Als nämlich der Gesandte Mohammed, Friede sei mit ihm, in die Öffentlichkeit gegangen ist, in Mekka unter den Götzenanbetern und die Menschen zum Islam eingeladen hat, dann sind diejenigen, die den Islam oder ein Teil derjenigen, die den Islam angenommen haben, unter Druck geraten von der Öffentlichkeit, von den Götzenanbetern und der Mohammed, Friede sei mit ihm, hat ihnen angeraten, auszuwandern, also diesem Druck, von diesem Druck sich zu entfernen und er hat ihnen geraten, nach Abessinien zu gehen. Abessinien damals ein christliches Königreich und sie wurden da von den Christen
gerne aufgenommen, obwohl die Götzenanbeter in Mekka interveniert haben und um Rückgabe der Geflohenen gebeten haben, hat der christliche König damals sie unter seinen Schutz genommen und ihnen Asyl gewährt. Als dann auch der Gesandte Mohammed, Friede sei mit ihm, unter Druck geraten ist und mit dem Tode bedroht wurde in Mekka, ist er ausgewandert nach Medina, wo man eigentlich schon auf ihn gewartet hat. Und dann sind viele aus Mekka nach Medina geflüchtet. Die waren schon vorher, aber auch gerade als der Gesandte Mohammed danach sind noch viele gekommen. Und viele sind gekommen ohne, nur mit der Kleidung auf ihrem Leib. Genauso wie die Flüchtlinge jetzt, die über das Mittelmeer kommen. Die hatten nichts. Die haben ihr ganzes Vermögen, alles, was sie besaßen, in Mekka zurückgelassen und kamen hierher. Und eine der ersten Aufgaben, die der Gesandte Mohammed zu bewerkstelligen hatte, war Integrationspolitik. Er musste die Auswanderer von Mekka in Medina integrieren. Und wie hat er das gemacht? Er hat jede Familie, die ortsansässig war, eine Familie aus Mekka zugeteilt. Die haben halbe-halbe gemacht. Ja, die haben ihr Haus geteilt, die haben ihre Nahrung geteilt, ihr Einkommen geteilt, alles geteilt. Die wurden in die Pflicht genommen, sowohl die Einheimischen. Und man hat die Geflüchteten dann da aufgenommen. So hat jeder quasi Verantwortung gehabt. Aber es war jetzt nicht das Ziel oder die islamische Auffassung der Auswanderer, sich auf dem auszuruhen. Oh, ich habe jetzt ein Haus, es hat mich nichts gekostet, ich habe genug zu essen oder so. Nein, sie haben sofort dafür gesorgt, dass sie in Arbeit kamen oder Geschäfte gemacht haben, um sofort unabhängig zu werden von dieser Familie, die sie aufgenommen hat, um sich ein eigenes Haus zu bauen oder eigene wirtschaftliche Verhältnisse aufzubauen. Der erste Schritt war also 50-50 teilen, also die Ansässigen haben ihren Teil beigetragen und die Auswanderer haben auch sofort ihren Teil beigetragen. Das war Integrationspolitik. Und jetzt möchte ich an einigen Koranstellen deutlich machen, was es heißt, Muslim zu sein und dass das, was den Muslim ausmacht, eine Bereicherung für jede Gesellschaft ist, nicht nur sein kann, sondern ist, wenn sich der Muslim an diese Dinge hält. Zunächst die Frage, wie ist der Mensch in die Schöpfung eingebunden? Der Mensch ist nicht Schöpfer, sondern ein Teil der Schöpfung. Er ist dem Kreislauf des Lebens und der materiellen Welt unterworfen, also Leben und Tod. Im Koran heißt es, Sure 42, Vers 4, Sein ist, Gottes ist, was in Himmel und was auf Erden, und er ist der Hohe, der Gewaltige. Und er ist es, Gott ist es, der euch zu Nachfolgern, der christliche Zuhörer würde sagen Statthalter, auf der Erde machte. Also es sind zwei wichtige Erkenntnisse, einmal oder Positionen. Einmal, dass Gott seine Stellung definiert, selbst definiert im Koran. Er ist der Schöpfer, er ist der einzig Anbetungswürdige, er ist mit nichts vergleichbar, er steht außerhalb der Schöpfung und wir sind seine Nachfolger in Verantwortung oder Statthalter, Vertreter. Also wir sind Teil der Schöpfung und wir sollen quasi die Nachfolge antreten, dass die Schöpfung verwalten. Der Mensch hat also Verfügungsgewalt in der Schöpfung, jedoch nicht ohne Bedingungen seines Schöpfers. Allah sagt im Koran, Sure 51, Vers 56, und die Menschen habe ich nur dazu geschaffen, dass sie mir dienen. Allah sagt also, ich habe den Menschen geschaffen, dass er mir dient, dem Schöpfer dient. Wie alles in der Schöpfung, Mikrokosmos, Makrokosmos, dem Schöpfer gehorchen muss, weil es Naturgesetz ist, hat der Mensch den freien Willen und Gott hat uns geschaffen, damit wir ihm bewusst und gerne dienen. Dann heißt es weiter, Sure 7, Vers 56, und stiftet nicht Verderben auf der Erde an, nachdem sie in Ordnung gebracht ward, und ruft ihn an in Furcht und Verlangen, siehe, Allahs Barmherzigkeit ist nahe denen, die Gutes tun. Also es heißt, Gott hat uns eine Schöpfung übergeben, die vollkommen in Ordnung war,
Und unsere Aufgabe sollte es eigentlich sein, kein Verderben anzustiften auf der Erde und diese Ordnung Gottes nicht durcheinander zu bringen, ja, und immer im Gottgedenken darin zu verweilen. Weiter heißt es, Sure 4, Vers 135, O ihr, die ihr glaubt, bleibt fest in der Gerechtigkeit, so ihr Zeugnis ablegt zu Allah, und sei es wider euch selber, wider eurer Eltern, Verwandten, handle es sich um arm oder reich, denn Allah steht näher als beide. Das heißt, wenn wir unser Leben hier ausrichten, dann bei allen Angelegenheiten, die wir zu tun haben, egal was das ist, familiär, Öffentlichkeit, Gemeindearbeit, Arbeitsplatz, wenn immer es darum geht, Urteile zu fällen oder Entscheidungen zu treffen, dann immer auf dem Prinzip der Gerechtigkeit, dass man niemand ungerecht ist. Und wenn es da heißt, gegen eure Eltern, Verwandten, handle es sich um arm und reich, dann ist es eine nähere Definition. Das heißt, selbst wenn es deine Eltern sind, wenn sie im Unrecht sind, ja, dann musst du dafür Gerechtigkeit sorgen, auch wenn es deine Verwandten sind. Und es darf deine Entscheidung oder deine das, was du mit den, wie mit den Menschen umgehst, darf nicht davon abhängig sein, ob sie arm oder reich sind. Ob jemand Vermögen ist, dich bestechen kann oder arm ist und auf deine Hilfe so angewiesen ist. Diese Dinge sind klar definiert. Weiter heißt es auch und folgt nicht der Leidenschaft, dass sie abweicht vom Recht, also unserem Ego. Ob ihr euch auch hierhin und dahin wendet und abkehrt, siehe Allah weiß, was ihr tut. Damit, mit diesen einfachen Regeln, leitet Allah jene, die sein Wohlgefallen suchen, auf den Weg des Friedens und er führt sie mit seiner Erlaubnis aus den Finsternissen zum Licht und führt sie auf den geraden Weg. Sure 5, Vers 16. Die Gewissheit des Muslims, Gott zu begegnen, um Rechenschaft abzulegen, veranlasst ihn, seinen Charakter zu stärken und zu schönen. Der Gesandte Mohammed, Friede sei mit ihm, hat gesagt, ich bin gekommen, um den Charakter der Menschen vollkommen zu machen. Das heißt, wir haben was mitbekommen von der Schöpfung, von Allah, auch unseren Charakter, unsere Grundeigenschaften. Und der Gesandte Mohammed als Vorbild für uns hat quasi, seine Aufgabe war es, den Menschen zu lehren, seinen Charakter schön und vollkommen zu machen. Er ist dankbar und dient, er übernimmt Verantwortung, also der Mensch. Er ist gerecht, strebsam nach dem Guten. Er hält sich von Schlechten fern, er ist nicht bestechlich, er lügt nicht, er ist kein gewalttätiger Mensch und er kümmert sich um die Angelegenheiten seiner Mitmenschen oder der gesamten Schöpfung. Alle islamischen Vorschriften, Gebote und Verhaltensregeln dienen diesem Ziel. Also wenn ich die fünf Säulen betrachte, das Gebet, das Fasten im Monat Ramadan, die Zakat, die Steuer, die man abgibt für die Bedürftigen, die Wallfahrt nach Mekka, was habe ich vergessen? Hadsch, ja Hadsch, die Wallfahrt nach Mekka. Auch alle Vorschriften, die wir kennen als Muslime, dienen eigentlich nur diesem Ziel, den Charakter eines jeden Einzelnen vollkommen zu machen. Das sind alles Hilfsmittel dazu. Also das Gebet ist nicht eine Last, oh, schon wieder beten, schon wieder Wudu machen, sondern es ist eine Hilfe, sich mindestens fünfmal am Tag Gottes zu erinnern und zu fragen, was mache ich eigentlich gerade? Würde Gott das gefallen, was ich jetzt gerade tue? Dient es meinen Mitmenschen? Ist es positiv für die Gemeinde, in der ich lebe? In der Gemeinschaft, in der ich lebe? Oder würde es der Gemeinschaft schaden? Dient es meinem Ego? Also wenigstens fünfmal am Tag muss ich mir diese Gedanken machen. Und deshalb sind alle Verhaltensregeln und Vorschriften Hilfen, diesen Charakter vollkommen zu machen. Im Koran heißt es dann weiter, jetzt vom Einzelnen auf die Gemeinschaft, Sure 3, Vers 104, aus euch soll eine Gemeinschaft entstehen, die zum Guten einlädt, das Rechte gebietet und das Schlechte untersagt. Jene, die das tun, sind die, denen es wohlergehen wird. Das ist der Befehl Allahs. Aus euch soll eine Gemeinschaft entstehen, die sie zum Guten einlädt, das Rechte gebietet und das Schlechte untersagt. Das ist unsere Aufgabe, egal wo wir als Muslime leben. Ob in einem islamischen, sogenannten islamischen Land oder hier in Hanau. Das ist unsere Verpflichtung. Ja? Kommen wir zum Anfang zurück. Wie war das mit dem Nachbarn? Warum kann es, ich habe das am Anfang
Den Satz habe ich, glaube ich, unterschlagen. Also warum kann es gut sein, einen Muslim als Nachbarn zu haben? Das ist ja dann auch das Thema morgen in der Podiumsdiskussion. In einer Überlieferung heißt es vom Gesandten Mohammed, Friede sei mit ihm, Gabriel, der Engel, also wir Muslime glauben auch an den Erzengel Gabriel, der dem Gesandten Mohammed, Friede sei mit ihm, Wort für Wort den Koran überliefert hat von Gott. Gabriel hat mir so lange, als er ihn besucht hat, den Gesandten, so lange den Nachbarn ans Herz gelegt, bis ich meinte, er würde ihn zum Erben machen. Oder derjenige ist kein Gläubiger, der sich satt isst, während sein Nachbar hungert. Oder wer sich wünscht, dass Allah und sein Gesandter ihn lieben, der soll die Wahrheit sagen, wenn er spricht, der soll zurückgeben, was ihm anvertraut wurde, und der soll seinen Nachbarn gut behandeln. Bei all diesen Hadith ist keine Rede vom muslimischen Nachbarn, sondern dem Nachbarn. Und wir wissen, dass in Medina Juden, Christen und Muslime als Nachbarn gelebt haben. Also wenn es solche Überlieferungen gibt und der Nachbar wichtig ist, dann ist hier in diesem Zusammenhang jeder, der neben mir lebt, egal ob er glaubt oder nicht glaubt, ob er Muslim, Jude, Christ, Atheist, was auch immer ist, er ist mein Nachbar und Gott hat mir quasi durch den Gesandten Mohammed empfohlen oder befohlen, gut zum Nachbarn zu sein. Gastfreundschaftlich, freundlich, hilfsbereit, alle guten Eigenschaften. Integration entsteht durch offene Türen, das umeinander kümmern. Integration kann nicht von oben durch Politik und Gesetz erzwungen werden. Sie wächst in der Zuneigung als Menschen füreinander zum Allgemeinwohl. Ich sehe daher unser Problem der Integration nicht als eines von außen kommen, sondern etwas, was in unsere Herzen ist. Die Art und Weise, wie wir mit den Problemen im Kleinen wie im Großen umgehen. Ich kann als muslimischer Referent nicht für den Christen, den Atheisten, den Juden, den Buddhisten oder den Hindu sprechen, noch für irgendjemand anderen. Aber ich wurde einmal gefragt, ja, wenn unsere Religionen so gut sind, wie wir alle behaupten, warum fügen wir uns dann all diesen Leid und diesen Ärger zu? Ja, wir Muslime sagen ja auch, der Islam ist das Ideal, genau wie der Christ, der Jude, der Buddhist, der glaubt, dass seine Art zu denken und zu leben zum Erfolg und zum Frieden führt. Warum ist es also so? Warum machen wir uns gegenseitig immer diese Probleme? Warum lassen wir uns zerspalten in Gruppierungen und streiten miteinander? Und dazu sagt der Koran Folgendes, oder Allah sagt im Koran Folgendes, Sura 61, 1-4. Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen, es preist Allah, was in den Himmeln und was auf Erden ist, und er ist der Hohe, der Gewaltige. O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Großen Hass erzeugt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Und das ist der Knackpunkt. Wir sagen viel, wir reden viel, aber wir leben nicht danach. Das ist das Problem. Und das ist das Problem der Muslime. Und das ist das Problem der Christen und der Juden und aller, die glauben. Die wenigsten, und da komme ich später auch noch drauf, kennen ihre Religion und die wenigsten, die sie kennen, leben danach. Und deshalb wird die Menschheit regiert von Ego, so könnte man sagen. Also es ist nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, das Dienen des Menschen gegenüber Allah, sondern es ist das Dienen für mich selbst, mich zu bereichern, dass es mir gut geht. Hauptsache mir geht's gut. Das ist die, grob gesagt, diese Einstellung. Ich wiederhole es nochmal, die Mehrheit der Muslime bekennt sich zum Islam, kennt ihn aber nicht wirklich. Solange es Muslime gibt, also vielleicht ist mal auch für die Nicht-Muslime zu verdeutlichen, wir haben ca. 4 Millionen, vielleicht auch 5 Millionen Muslime hier in Deutschland, die Mehrheit aus der Türkei, aber auch aus allen anderen islamischen Ländern, jetzt gerade auch viele Flüchtlinge aus Syrien. Und ca. 10% dieser Muslime sind in Moscheegemeinden organisiert und gehen dahin zum Freitagsgebet und Fasten und so weiter und so weiter. Die Mehrheit lebt
ich möchte das nicht abwertend verstanden wissen, traditionell Islam, so wie auch deutsche traditionelle Christen es sind. Also ich bin ja getauft, evangelisch getauft, konfirmiert. Und für uns in der Familie war es also so, man ist an Weihnachten und Ostern in die Kirche. Das war halt Tradition. Aber ansonsten hat man das Christentum nicht reflektiert zu Hause. Also da wurde nicht viel drüber gesprochen oder so, sondern es gehörte zur Tradition dazu. Ja, und so weiter. Und Ostereier gesammelt und an Weihnachten sich Geschenke gegeben und so weiter und so weiter. Und so ist es auch bei den Muslimen, dass viele Muslime den Islam als ein Teil ihrer Tradition verstehen. Und nur die wenigsten setzen sich wirklich mit ihrer Religion auseinander und versuchen sich zu informieren, was hat Gott wirklich mir mitgeteilt. Das ist also ganz entscheidend zu wissen. Und viele Muslime oder die meisten lesen nicht im Koran oder kennen ihn nicht und können darüber auch nicht viel aussagen. Aber das ist genauso, wie wenn ich hier in Hanau in die Innenstadt gehe, irgendjemanden anhalten, einen deutschen Mitbürger, und sage, was hat Jesus in der Bergpredigt gesagt? Da gibt es auch wahrscheinlich wenige, die mir antworten können. Und das muss man halt wissen, wenn wir dann jetzt gleich zum nächsten Punkt kommen, wer waren die Menschen, die hier, die Muslime, die hier als Gastarbeiter gekommen sind. Also, solange es Muslime gibt, die ihre Religion nicht kennen, weil sie sich nicht darin bilden, die nach falschen Traditionen Wertvorstellungen, die ihren Frauen und Töchter unterdrücken, zwangsverheiraten, Ehrenmorden, Gewalt anwenden, dazu aufrufen. All diese Dinge haben mit dem Islam nichts zu tun. Das würde dem, was ich vorher gesagt habe, deutlich widersprechen. Aber es hat seinen Ursprung in der Art zu leben, wie die Völker halt gelebt haben. Solange wird niemand glauben, und das ist jetzt der Vorwurf an uns Muslime, dass der Islam etwas Gutes ist. Solange wir sind wir Muslime schlechte Nachbarn. Also gemeint ist damit, und das ist dann sicherlich auch nicht zu verallgemeinern, solange wir eben mehr falsche Tradition als richtigen Islam leben, wird es immer Konflikte geben. Und das gilt für die Christen und Juden, also für alle Religionen genauso. Wer sich als Muslim hier in der BED zu Hause fühlt, sollte das auch zeigen. Und wenn sich jemand, der Muslim ist, als Gast fühlt, dann sollte er sich wie ein Gast verhalten. Wenn jemand, der Muslim ist, glaubt, es nicht aushalten zu können hier, dann soll er auswandern, vielleicht gibt es einen besseren Platz. Wenn wir aber als Muslime dieses Land als unsere Heimat betrachten, dann heißt das, dass auch das, dass wir hier in der Minderheit sind und Kompromisse eingehen müssen im Betreff, was unseren Glauben erlaubt und nicht erlaubt. Wir sollen uns nicht assimilieren, sondern die Unterschiede sollen zu einer Bereicherung in Deutschland werden und nicht eine Randerscheinung in einer Parallelgesellschaft. So ist die Offenbarung des Korans nicht zum Gesandten Mohammed, Friede sei mit ihm, gekommen, um den Islam mit Gewalt und Terror zu verbreiten, nicht gekommen, um andere Religionen und Weltanschauungen zu verbieten, nicht gekommen, um Menschen zu unterdrücken oder gar die Welt unter die Diktatur eines fanatischen Kalifen zu zwingen. Nichts von alledem, nein, ganz im Gegenteil, der Islam ist der Weg des Friedenmachens, der Gerechtigkeit in die Welt bringen soll und will, der aber auch den Menschen dafür in Verantwortung nimmt, Verantwortung gegenüber sich selbst und seinen Mitmenschen. Die islamische Lebensweise ist nicht ausgerichtet auf Macht für den Menschen, sondern sich der Macht Gottes nicht zu widersetzen. Materialismus, Ausbeutung und ein aggressiver Kapitalismus stehen dem Islam nicht zu Gesicht. Die Gründe von gewaltbereiten fanatischen Terroristen, auch innerhalb der muslimischen Umma, sind daher auf keinen Fall aus dem islamischen Selbstverständnis heraus zu begründen, sondern finden ihren Ursprung in politischer und wirtschaftlicher Ungerechtigkeit, Unterdrückung und materiellen, körperlichen und seelischer Ausbeutung. Ein solches islamisches Bewusstsein und sein daraus resultierendes Verhalten befähigt jeden Muslim, sich, wo immer er auch in der Welt lebt, sich als ein wertvoller Mensch in jeder Gesellschaft zu integrieren. Das ist Islam. Und im Koran steht, Allah will es euch leicht machen und nicht schwer. Islam ist einfach und klar. Und wenn wir uns bilden darin und danach leben,
dann sind wir eine Bereicherung für jede Gesellschaft. So, kommen wir jetzt zum zweiten Teil, die Geschichte der muslimischen Einwanderung. Und da können wir jetzt ein paar Sachen festmachen, warum es immer noch zu Konflikten kommt, obwohl man ja gesehen hat, was der MAH macht. Also das ist jetzt quasi die Vorgeschichte dazu. Und ich bin froh, dass ihr hier in Hanau so eine tolle Entwicklung gemacht habt und in vielen Bereichen eben tätig seid. Dieser Vortrag habe ich vor einigen Jahren schon gemacht und ist aber immer noch gültig. Und ich will es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Als im Jahre 2007 die Synagoge im Herzen von München eingeweiht wurde, da hat die damals erste Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Deutschland, Frau Knobloch, in ihrer Ansprache gesagt: Ich bin froh, dass das Judentum nach nunmehr 60 Jahren wieder in der Mitte Deutschlands angekommen ist. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere erinnert. Das Ereignis wurde den ganzen Tag über im Fernsehen von allen Seiten beleuchtet, mit Live-Übertragung, und alle politischen Größen waren da. Und die Synagoge ist gar nicht weit weg von der Frauenkirche, also mitten im Zentrum Münchens. Also, die Frau Knobloch hat gesagt, sie ist froh, dass nunmehr nach 60 Jahren wieder in der Mitte Deutschlands angekommen ist. Auch die Symbolik mitten in München. Auch ich begrüße sehr, dass das Judentum wieder seinen festen Platz in unserer Gesellschaft eingenommen hat und auch so wahrgenommen wird. Betrachten wir uns auf der anderen Seite, welche Schwierigkeiten es bereitet, eine Moschee zu bauen, so sehen wir dann, wo dieses Gotteshaus steht, nämlich meist in Industriegebieten, am Rande der Stadt. Dann hat diese Tatsache auch die symbolische Bedeutung, dass der Islam und die Muslime nach über 50 Jahren immer noch nicht in der Mitte Deutschlands angekommen sind. Also Alhamdulillah hat sich da jetzt auch was geändert. Also in Köln wird eine schöne Moschee gebaut. Meine Bismarckstraße ist auch Zentrum, kann man sagen, oder so. Ja. Aber Moscheen oder die gebaut werden sollen, sind immer so am Rande der Stadt. Sie sind nicht wirklich in der Mitte. Es gibt Gott sei Dank Ausnahmen, auch Mannheim zum Beispiel. Woran liegt das? Es besteht und bestand schon immer in Europa ein gewachsenes Misstrauen gegen die Muslime und den Islam. Über die Auseinandersetzungen während der Kreuzzüge, über 600-jährige Anwesenheit der Muslime in Spanien und der Türken vor Wien hat sich das Feindbild Islam gerade auch nach dem 9/11, den Anschlägen und danach den Anschlägen in Madrid und London und jetzt in Frankreich bis in die heutige Zeit gerettet. Und um zu verdeutlichen, wie das damals verstanden wurde, als zum Beispiel die Türken vor Wien waren, hat eine berühmte Persönlichkeit Folgendes gesagt. Also Türken stehen vor Wien und jemand hält eine Ansprache vor den Kämpfern, die jetzt also gegen die Türken kämpfen sollen. Da hat dieser Person gesagt, du sollst nicht fürchten, dass du in der Türkenheer unschuldiges Blut vergießt. Denn sie sind von Gott als seine Feinde zum Tode und zur Hölle verurteilt. Deine Faust und dein Spieß sind jetzt Gottes Faust und Gottes Spieß und du bist Gottes des allerhöchsten Herrn, Scharfrichter, Henker, wieder seiner großen verdammten Feinde. Martin Luther ist das. Er war kein Judenfreund, er war auch kein Muslimfreund. Ja, er hat ein wunderbares Buch übersetzt. Ja, er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt, damit sehr viel auch zur Aufklärung beigetragen und so weiter und so weiter. Aber er hat auch solche Sätze gesagt. Und ich persönlich bin in meiner Schulzeit mit einem Lied groß geworden, das ich auch nicht unerwähnt lassen möchte. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das der eine oder andere. Das heißt CAFFEE, trink nicht zu viel Kaffee. Nicht für Kinder ist der Türkentrank. Schwächt die Nerven, macht euch blass und krank. Sei doch kein Muselmann, der das nicht lassen kann. Das haben wir als Kanon in der Schule gesungen, so Dreierkanon. Ja? Ganz abgesehen von 10 kleine Nägelein, das haben wir auch gesungen in der Schule. Also ich möchte damit nur verdeutlichen, dass es, wir haben uns darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, sondern es war ein Teil
unsere Informationen über die Muslimfeindlichkeit, der einfach dazugehört hat. Ja? Die Botschaft war also klar. Ach so, ja, Kaffeegenuss. Was den Kaffeegenuss betrifft, hat es natürlich dieses Lied nicht viel genutzt. Denn was den Kaffeegenuss angeht, ist es das beliebste Getränk der Deutschen noch vor Bier. Ja, also es hat auch nichts bewirkt. Die Botschaft aber war klar, Abstand von Muslimen und ihren Gewohnheiten. Die 60er Jahre aber waren gerade die Zeit, als die ersten muslimischen Gastarbeiter aus der Türkei und Nordafrika hierher kamen. Wer waren diese Menschen? Sie sind als Gastarbeiter gekommen in den 60er Jahren, die Mehrheit aus der Türkei, Nordafrika. Später kamen dann aus den arabischen Ländern auch viele Junge, die aber meistens Studenten waren. Also wenn man so ein bisschen einteilen will. Bleiben wir bei unseren türkischen Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern. Wer waren diese Leute? Das muss man sich wirklich vor Augen führen, wenn wir heute über die Muslime hier in diesem Land reden wollen. Die meisten wurden angeworben aus armen Bauernfamilien. Das Anatolien, wo auch immer. Es sind armen Regionen, die also wirklich kärglich gelebt haben, und die jungen Männer wurden angeworben hier als Gastarbeiter. Warum? Man hatte hier wieder den Aufbau vor Augen, 60er Jahre. Es ist dann reingegangen ins Wirtschaftswunder und man brauchte eben Arbeitskräfte. Es waren nicht genügend Leute da, Männer da, und man hat diese Jungen abgeworben. Diese Männer haben zum Teil nur 5-6 Jahre Schulbildung. Die Frauen, die später nachgekommen sind, sind zum Teil Analphabeten. Man hat sie geholt, um hier zu arbeiten. Und sie kommen aus einem anatolischen Dorf, aus einer, das müssen Sie sich vorstellen, aus einer archaischen Gesellschaft, die mit der Regierung in Ankara wenig zu tun hatte, sondern die haben ihre Angelegenheiten selbst geregelt, so wie es in Arabien auch ist, Stämme und Blutsbande wurde darauf geachtet. Ja, man hat, wenn Vorfälle waren, das untereinander geregelt. Ja, da kommt auch dann die Blutrache her und der Ehrenmord und all diese Dinge. Ja, das sind gewachsene Traditionen über Jahrhunderte, die es in diesen Ländern gab. Ja, der Islam ist ja in viele Länder gekommen und hat eigentlich versucht, die guten Eigenschaften, die vorhanden waren, zu übernehmen, und die schlechten, aus euch soll eine Gemeinschaft werden, ihr erinnert euch. Aber das war einfach vorhanden. Und die sind hierher gekommen mit einer traditionellen Weltbild, und viele, und ich möchte es einfach auch ein bisschen abkürzen wegen der Länge, keine wirkliche islamische Bildung auch, sondern es war eben traditionelle Vorstellungen. Die Leute waren aber fleißig, sie waren sauber und sie verhielten sich ruhig, sie leisteten schwere Arbeit. Also die wurden meist Stahlindustrie, Bergbau, Straßenbau. Die Arbeit, die für uns Deutsche in Anführungsstrichen zu schwer war. Wo hat man die Leute untergebracht, diese jungen Männer? Meistens hat man irgendwelche Fabrikgebäude, da hat man 10 Betten reingestellt und dann haben die erstmal da geschlafen und haben, gestern Abend kam ein interessanter Film über, ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat, über gerade dieses Thema. Und dieser türkische Mann, der kam nach vielen Jahren wieder nach Deutschland und wollte sich seine Arbeitsstelle, hat gesagt, wir haben 12 Stunden gearbeitet, die Deutschen, oder wir haben 10 Stunden gearbeitet und die Deutschen nur 8. Gleicher Lohn. Ja, und die haben wirklich schwer gearbeitet. Die erste Generation der Gastarbeiter, und du wirst mir das bestimmt gestehen, die haben hier wirklich malocht und schwere Arbeit geleistet. Und sie haben Steuern bezahlt. Sie haben zum Wohlstand dieses Landes beigetragen und das Wirtschaftswunder möglich gemacht mit ihrer Hilfe. Und heute ist man irgendwie so undankbar gegen diese Menschen. Ich habe einen Unternehmer getroffen, da hatte ich mal den gleichen Vortrag. Der hat berichtet in Heilbronn, dass er also sehr froh war über seine türkischen Mitarbeiter, weil die keinen Alkohol tranken, sich um ihre Arbeitskollegen gekümmert haben. Sogar wenn also nicht-muslimische Arbeitskollegen Probleme hatten, sie unterstützt haben und so weiter und so weiter. Ja. Auch positive Eigenschaften ihrer anatolischen türkischen Tradition.
Und jetzt kennen wir alle die Geschichte, die wollten alle nur 2 Jahre bleiben, Geld verdienen und dann sich in ihrem Dorf ein Haus bauen. Und aus diesen 2 Jahren sind 50, 60 Jahre geworden. Und wenn man halt nur 2 Jahre bleiben will, da braucht man kein Deutsch lernen. Ich gehe ja in 2 Jahren wieder nach Hause. Also muss nicht sein. Die paar Brocken für den Straßenbau und Teer und Schippe und so, das ist überhaupt kein Problem. Und von deutscher Seite hat man genauso gedacht. Man hat gesagt, warum sollen wir den Leuten Integrations- und Deutschkurse anbieten? Die fahren ja in 2 Jahren wieder nach Hause. Ja? Also hat man auf beiden Seiten Fehler gemacht, weil man zu kurzfristig gedacht hat. Das ist ein richtiges Problem gewesen oder hat sich dann daraus entwickelt. Also Bildung, Sprachförderung, kultureller Austausch, Ignorieren von Bedürfnissen der Gastarbeiter wie Halal Nahrung. Bis heute kaufen Sie mal eine islamische geschlachtete Weihnachtsente. Also es ist auch heute noch schwierig, eine Halal oder koscher geschlachtete Ente zu kaufen. Ja, man kriegt Lammfleisch und so weiter und so weiter. All diese Dinge, auf die Bedürfnisse dieser Männer ist man nicht eingegangen. Ja. Also Integrationsunwilligkeit auf einer Seite der Gastarbeiter, da sie ja nicht bleiben wollen, das heißt kein Interesse, die Sprache zu lernen, sich weiterzubilden, Initiativen ergreifen, um Bedürfnisse zu erfüllen. Einige der Männer waren zudem in einem Kulturschock. Sie müssen sich das so vorstellen. Sie leben in Anatolien in einem Dorf mit strengen, auch moralischen, sittlichen Regeln, was Frauen und Männer betrifft. Strenge Regeln. Und dann kommt man hierher in ein Land der sexuellen Freizügigkeit mit Bordellen, mit Alkohol und all diesen Dingen. Und das war für viele Männer ein Schock, ein Kulturschock. Ja? Also sexuelle Freiheit, Alkohol, Glücksspiel, Dinge, die sowohl im Islam als auch in ihrer Tradition verboten und in ihrem Heimatland auch nicht greifbar waren. Also die hatten auch keinen Zugang. Dies hatte 2 Auswirkungen. Einige der Männer lebten ihre neu gewonnene Freiheit aus und versuchten sich zu assimilieren. Andere waren so geschockt, dass sie sich zurückzogen. Zunächst im privaten Bereich, später entstanden dann die Teestuben und Kulturzentren, aus denen dann langsam die Gebetsräume wurden, weil eine stärkere Rückbesinnung auf die islamischen Werte einsetzte. Also man war so geschockt von der westlichen Kultur, von dieser Freizügigkeit, Abbau der moralischen Vorschriften und so weiter, dass man sich zurückzog und dann wieder auf die islamischen Werte besonnen hat. Und so sind ganz langsam die Hinterhofmoscheen entstanden und so weiter und so weiter. Da die ersten Einwanderer doch länger blieben als geplant, fand die Familienzusammenführung statt. Doch immer noch hatte man die Absicht, nächstes Jahr nach Hause zu fahren. Doch jemand, der nächstes Jahr nach Hause fährt, braucht, wie gesagt, nicht Deutsch zu lernen und so weiter und so weiter. Der Zuzug der Ehefrauen und Kinder brachte folgende Probleme mit sich. Kultureller Zwiespalt. Jetzt hat man seine Frau hierher gebracht, die sehr abgeschottet in ihrem Heimatland war. Ja, und es gibt hier verschiedene Filme und hat sie quasi zu Hause eingegeben. Geh bloß nicht in die Öffentlichkeit, das darfst du nicht sehen und so weiter und so weiter. Und es wird zum Teil bis heute noch so gemacht, dass die Frauen immer so ein bisschen zurückgehalten werden. Die Jungs dürfen zwar alles, aber bei den Frauen ist es immer so ein bisschen schwierig. Das Heimatdenken, Sprachprobleme, Einfluss der hiesigen Gesellschaft. Was nun logischerweise daraus entstand, war eine Parallelgesellschaft. Wo haben diese Menschen gewohnt? Also man wirft den Muslimen ja vor, sie leben in der Parallelgesellschaft. Aber die Muslime, die ja viel Geld sparen wollten, um in die Heimat zu schicken, die sind dahin gezogen, wo wir Deutsche nicht mehr leben wollten, nämlich ins Bahnhofsviertel. Da, wo die grauen, alten Häuser waren. Weil im Wirtschaftswunder, ich kenne das von meinen Eltern, waren die ganzen Häuslebauer. Jeder hat ein Haus gebaut, Kredite aufgenommen und Häuser gebaut. Und die Türken sind dann meistens in die Bahnhofsviertel. Als ich 1979 zum Islam kam, und da gab es kein Navi, und in irgendeine Stadt gegangen bin und habe eine Moschee gesucht, bin ich immer zum Bahnhof gefahren. Und der erste Türke, der türkisch aussah, den habe ich angehalten und gesagt, wo ist die Moschee? Und er hat gesagt, da um die Ecke. Das war immer so, das war die Regel. Ja? Und also da, wo wir nicht mehr hin wollten, da sind die hingewohnt. Und wenn jetzt aus einem anatolischen Dorf eine Person kommt,
eine Familie kommt und dann sind immer mehr Familien gekommen und die sind halt alle da hingezogen, logischerweise. So wie jeder Deutsche, der ins Ausland reist, ob es jetzt Mallorca oder auch die Türkei ist, wo es richtige deutsche Enklaven gibt, so sind auch die Türken, sind zusammengezogen, weil man kennt seine Kultur, seine Sprache, sein Essen, man tauscht sich aus. Es ist ganz menschlich, dass das so entstanden ist. Die erwirtschafteten Gelder, außer den Steuerangaben, flossen sowohl in private als auch in den Verein und Spendengelder an die Einrichtungen der Parteien in den Heimatländern. Die Türkei, ich meine, will nicht loslassen. Das sind die Devisen, das sind die Wählerstimmen, da können wir vielleicht später noch drüber reden. Man behielt die muslimische Tradition am Leben, dass sich an der Ungleichbehandlung von Mann und Frau, Ungleichbehandlung der Kinder, Zwangsheirat, Ehrenmord, Blutrache und so weiter zeigte. Nicht, das ist jetzt nicht zu verallgemeinern. Aber diese Vorstellung, ja, dieser Ungerechtigkeit war einfach da oder ist einfach da. Ja, also die Frauen in den muslimischen Ländern sind unterdrückt. Genau wie hier in Deutschland auch. Die bekommen immer noch nicht den gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Ja, oder auch verbal sagt man zum Beispiel herrlich oder dämlich. Ja, also es gibt viele Beispiele, wo wir kennen, dass auch hier im Westen die Frauen immer noch nicht gleich behandelt werden. Das ist im Orient nicht anders und wir alle sind aufgefordert, als Muslime und Nicht-Muslime daran etwas zu ändern. Aber das sind halt die Erscheinungen, die dann halt vorgehen. Zwangsheirat ist genau sowas, wird praktiziert, hat aber mit Islam nichts zu tun, sondern beide müssen ihr Ja-Wort geben. Ehrenmord, jedes Verbrechen muss angezeigt und vor Gericht gestellt werden im Islam. Es gibt keine Selbstjustiz. Blutrache wurde eigentlich mit dem Islam abgeschafft. Auch die sogenannten Koranschulen, es gab keine Alternativen für diese Koranschulen. Ja, islamischer Religionsunterricht wurde nicht angeboten. Also wenn man den Islam den Kindern beibringen wollte oder Koran lesen, dann musste man diese Koranschulen einrichten. Die dritte Generation und jetzt die vierte zwangen die Muslime jetzt zum Umdenken. Durch ihr langes Hiersein sind sie Reisende zwischen zwei Ländern geworden. Hier sind sie immer noch Ausländer, weil sie so aussehen. Und in der Türkei sind sie die sogenannten Alemanje, eigentlich ein Schimpfwort. Ja. Also sie sind weder da noch da im Moment akzeptiert. Zum Beispiel, wenn also solche Familien, die werden sofort erkannt an der Sprache oder wie sie miteinander umgehen in der Türkei sind, verlangt man höhere Preise und du verdienst ja gut in Deutschland und so weiter und so weiter, all diese Dinge. Ihre Kinder haben keinen Bezug mehr zum Heimatland und ihre Eltern und Großeltern sprechen oft besser Deutsch als die Muttersprache. Jetzt erkennen die Muslime, dass Deutschland zu ihrer Heimat geworden ist. Sie beginnen ihre Gelder hier zu investieren, Geschäftsgründungen, repräsentative Moscheebauten, Kindergärten, Schulen, Gräberfelder, verstärkte Einfuhr von Gütern, die typisch sind für ihr Leben. Aber sie haben auch erkannt, dass sie sich der deutschen Gesellschaft öffnen müssen. Sie laden ein zu Tag der offenen Moschee, beginnen sich am interreligiösen Dialog zu beteiligen. Sie bilden besonders die Kinder und die Jugendlichen verstärkt aus, die mittlerweile studieren bzw. ihr Studium bereits abgeschlossen haben. Viele anerkannte Ärzte kommen aus muslimischen Ländern. Es gibt Lehrer, Ingenieure der verschiedensten Bereiche. Sie gehen in die Parteien, um auch politisch sich einzubringen. Die Muslime sind nicht nur in ihren Ursprungsländern, sondern auch gerade hier bekannt für ihre Gastfreundschaft, Sauberkeit und Freundlichkeit. Seit 50 Jahren tragen diese Menschen auch ihren Teil zum deutschen Allgemeinwohl bei. Sie zahlen ihre Steuern und Sozialabgaben. In all den 50 Jahren ging keine Gewalt von ihnen aus. In all diesen Bemühungen platzt jetzt der 11. September und löst eine Welle von Maßnahmen aus, die diese Bemühungen um Jahre zurückgeworfen werden. Und ich habe da immer meine Zeitungen dabei, um das mal zu verdeutlichen, was jetzt mit uns geschieht als Muslime, wie wir jetzt verallgemeinert durch die Presse gehen. Da ist zum Beispiel der Stern vom
27. September 2001, weiß nicht, kann das jeder sehen? Sind die Zwillingstürme und ein bärtiger junger Mann, lockiges Haar, Sonnenbrille, und das sind die Zwillingstürme drin. Heißt das jetzt, dass ich, wenn ich also im Sommer mit Sonnenbrille durch die Gegend fahre, mit dem Terrorismus in Verbindung gebracht werde? Oder das hier, Spiegel, die verschleierte Frau, und die Augenbraue ist ein Krummschwert. Ja, also das, was wir von der saudischen Flagge her können. Oder, ich gebe noch ein schönes Beispiel, gehen wir auf ein anderes Niveau, Bild-Zeitung. Das ging bestimmt lange durch die Presse, halbe Seite. Skandalurteil, Muslim, Fanatiker darf seinen Sohn Dschihad, heiliger Krieg, nennen. Weiß nicht, kann sich daran jemand erinnern? Also Dschihad heißt nicht heiliger Krieg. Heiliger Krieg ist eine Wortschöpfung aus den Kreuzzügen. Es gibt keinen heiligen Krieg, auch im Christlichen nicht. Dschihad heißt Anstrengung für die Sache Gottes, wenn man es aus dem Arabischen übersetzt. Und zwar gibt es einen großen Dschihad und einen kleinen Dschihad. Der große Dschihad ist die Weiterbildung des Charakters gegen das Ego. Das ist der große Kampf, wenn wir so ein Wort benutzen wollen, den wir führen müssen. Der kleine Dschihad ist das Kämpfen gegen den Angreifer, Verteidigungskrieg. Ja? Also, und Dschihad ist ein gängiger Name seit Jahrhunderten in der arabischen Welt. Mein Sohn heißt Dschihad, Abu Dschihad. So wie hier Leute Markus heißen. Wie man hier seinen Sohn Markus nennt. Kriegsgott, griechischer Kriegsgott. Ja, also man muss sich einfach, wenn man diese Sachen sieht und wahrnimmt, fragen, was hat das für eine Wirkung auf meinen Nachbarn, auf meinen deutschen Nachbarn? Jetzt habe ich einen Bart. Vielleicht habe ich auch so eine Takia auf. Und ich habe eine Kalligrafie bei mir im Wohnzimmer. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Was denkt mein deutscher Nachbar jetzt über mich, wenn er sowas liest? Ja? Es sind nur so ein paar Beispiele, wie Stimmung gemacht wird gegen Gruppierungen, die anders sind, ohne das zu bewerten. Ja? Das ist umgekehrt nicht anders, um auch das mal ganz deutlich zu machen. Auch die Muslime sind geprägt gegen den Westen. Durch die Kolonialisierung, also einmal durch die Kreuzzüge, ja genauso. Als die erste Kreuzzug in Jerusalem war, wo es heißt, dass die Kreuzritter bis zum Knie in Blut standen, alle abgeschlachtet haben, Frauen, Kinder, egal ob Juden, Muslime, Christen, war vollkommen egal. Dann über die Kolonialisierung, die Ausbeutung, ja, also englische Besetzung, Französisch, Italienisch, alle haben versucht, die Muslime zu unterdrücken über Jahrhunderte, eigentlich immer noch, Ausbeutung, Ölreserven, Diamanten. Ja, und dadurch wird auch ein Bild gegen den Westen geprägt, der eben auf der anderen Seite auch Menschen hervorbringt, die gewaltbereit sind. Das hat aber alles nichts mit Islam zu tun, sondern es geht, wie ich vorhin gesagt habe, immer um Ungerechtigkeit, um Unterdrückung, ja, um all diese Dinge, Ausbeutung. Ungerechte Verteilung der Ressourcen. All diese Dinge fördern den Terrorismus und das ist nicht gut. So begegnet man den Muslimen mit Misstrauen und Argwohn. In den Medien werden die Muslime anhand von Einzelfällen pauschal verurteilt. Sie werden sowohl im Privaten als auch in Vereinen verstärkt observiert und unter die Lupe genommen. Die allgemeinen Bemühungen im Umgang mit den Behörden werden enorm erschwert. Nur ein Beispiel. Wir haben als Familie einen Infostand beantragt in Darmstadt. Also wir wollten wieder auf die Straße gehen, um den Islam als Weg der Mitte darzustellen, um den Koranverteilern etwas entgegenzusetzen. Haben wir in der Stadt beantragt, beim Ordnungsamt. 2 Tage später war die Kriminalpolizei bei uns. Nur weil ich einen Infostand machen will. Also, es ist immer schwierig, auch heute noch.
Also die allgemeinen Bemühungen im Umgang mit den Behörden wären enorm erschwert. Anerkennungsverfahren der Religionsgemeinschaft, Moscheebauprojekte, Einbürgerung, Zulassung zu Berufen, Kopftuchstreit, Organisation von Kulturaustauschprojekten wie solche Veranstaltungen. Es stehen nach all den Jahren noch immer große Defizite, die jeweils andere Kultur und Religion zu verstehen, also es bestehen Defizite, und darüber zu wissen. Es wird zu wenig differenziert zwischen der Religion Islam und dem, was Muslime tun. Was wir aber aus all den Gesagten ersehen können, ist, dass all diese Probleme nur indirekt etwas mit dem Islam zu tun haben. In Wahrheit haben wir ein kulturelles Problem, nämlich dem Deutschsein, dem Türkischsein, Arabischsein, Afghanischsein, Polnischsein, Russischsein, Israelischsein. Wir haben gegenseitig Vorbehalte, Vorurteile aufgrund unserer Abstammung. Wir halten uns für besser als den anderen. Unser Glaube ist der richtigere. Unser politisches System ist demokratischer, fortschrittlicher, moralischer. Wir sind fleißiger, gebildeter. Neid, Missgunst, Argwohn bis hin zum Hass bestimmen unseren Alltag. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, dass beide Seiten auf allen Ebenen, wie dem nachbarschaftlichen Bereich, den Kommunen, den Länderebenen und dem Bund, für die Verständigung zwischen den Kulturen und Religionen, dass da geworben wird und auch eine praktische Umsetzung folgen muss. Und wenn unsere Bundeskanzlerin jetzt endlich auch mal sagt, der Islam gehört zu Deutschland, so wie das der Herr Wulff schon vor einigen Jahren gesagt hat, und vor allen Dingen die politisch Verantwortlichen in Verantwortung nimmt und sagt, ihr müsst auf die Muslime zugehen und ihr müsst das Gespräch suchen, dann ist das durchaus förderlich, und wir hoffen als Muslime und auch ihr als Hanauer im AH, dass dieser Dialog weitergeführt wird. Nur reicht Schönreden nicht aus. Schönreden reicht nicht aus. Also wir müssen, und deshalb, ich habe ja gesagt, ich werde ein paar Spitzen setzen. Islam ist für uns ein Segen. Und wir sehen im Islam als Muslime den richtigen Weg. Aber wir müssen ihn auch verstehen und danach leben. Und nicht nach unseren falschen Vorstellungen. Und auf der anderen Seite muss es dann auch so sein, dass wir offen miteinander reden. Also man kann nicht sagen, ich gebe mal ein grobes Beispiel noch. Das, was jetzt in Syrien, Libyen passiert, IS, ist Terror, ist blanker Terror. Jemand mit einem stumpfen Messer einen Kopf abzuschneiden, ist verboten im Islam. Das ist Haram. Jemand Unschuldiges zu töten, ist, und so steht es im Koran sinngemäß, als hätte man die ganze Menschheit getötet. Und jemand das Leben zu erhalten, ist, als hätte man die ganze Menschheit am Leben erhalten. Und es gibt genaue Vorschriften für den Verteidigungskrieg, und nur der ist erlaubt im Islam, sich zu verteidigen, wo es heißt, es dürfen keine Unschuldigen, keine Frauen, keine Kinder getötet werden, keine Tiere. Es darf kein Getreide verbrannt werden, keine Gebetshäuser zerstört werden. Es gibt genaue Vorschriften. Und all das bricht diese Terrorgruppe, die mit dem Islam nichts zu tun hat. Und wenn wir hier davon reden, in Deutschland jetzt, dass viele unserer muslimischen Jugendlichen, auch Schwestern, jetzt nach Syrien ausreisen, um sich diesem Kampf anzuschließen, dann wird uns auch die Schuld so ein bisschen zugeschoben. Aber ich möchte mir diesen Schuh nicht ansehen. Das hat nichts mit den Muslimen zu tun hier, sondern dieses Problem ist hausgemacht. Ja? Weil wir Westler so arrogant sind, und in diese Länder zu gehen, nicht mit guten Absichten. Ob das jetzt im Iran war, wo man Mossadegh gestürzt hat, um den Schah denn einzusetzen, ob man dann als das geknechtete Volk im Iran sich gewehrt hat und Khomeini kam, Saddam Hussein aufgebaut hat, um ihn in den Krieg zu verwickeln. Ja.
Ob man dann Saddam Hussein vom Engel zum Teufel gemacht hat im Ersten und Zweiten Golfkrieg. Ja, ob man dann im arabischen Frühling oder bleiben wir beim Irak, we want to give the people freedom and democracy. Völker, die seit Jahrhunderten immer unter einer Hauptregierung und den Stämmen ihre Sachen, also will man Demokratie. Vielleicht ist Demokratie gar nicht für alle Menschen gut. Man muss es ihnen anbieten, aber ob sie danach leben wollen, das ist doch ihre Entscheidung. Und die Ausbeutung, die seit Jahren stattfindet, das Öl und so weiter, das sind einfach ungerechte Dinge und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wir Menschen tun uns schreckliche Dinge an. Und dann kommen Schwarz-Weiß-Maler hierher, auch in dieses Land, die dann sagen, das sind die Feinde, das ist der Teufel und den gilt es zu bekämpfen, egal mit welchen Mitteln. Und wenn dann ein junger Konvertit, der den Islam noch gar nicht richtig verstanden hat, der vielleicht selbst am Rande der Gesellschaft ist und plötzlich eine Gemeinschaft findet, in der er aufblühen kann, und indem man ihm einfach schwarz-weiße, einfache Regeln gibt, so wird eine Religion benutzt und ausgenutzt und dann gehen diese jungen Menschen dahin und lassen sich für eine Ungerechtigkeit töten. Also, die zweite Sache, die ganz wichtig ist, wenn wir das betrachten, es gab in den 80er, 90er Jahren vor dem 11. September sehr viel islamische Aktivität mit guten, kompetenten, friedensbereiten Referenten, Buchautoren und so weiter und so weiter, die alle nach dem 11. September unter Generalverdacht gestellt wurden und dann ihre positive Arbeit gar nicht mehr ausführen konnten, weiterhin gute Bücher zu übersetzen, für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Und dadurch ist ein Vakuum entstanden, das dann die Radikalen gefüllt haben. All diese Dinge sind wichtig zu wissen, wenn wir das alles beurteilen wollen. Und das sind nur einige Sachen. Zum Abschluss möchte ich, um meine Position noch mal ganz deutlich zu machen, Folgendes vorlesen. Und zwar habe ich einen Leserbrief geschrieben im Darmstädter Echo am 24. Mai 2004. Am 24. Mai 2004. Da heißt es, es geht um die Enthauptung. Also die Enthauptung war damals schon Erster Golfkrieg. Das ist nicht der Islam. Wo geht's los? Warte, Junge. Also hier geht's los. Mit Entsetzen und Abscheu habe ich den barbarischen Akt, die Enthauptung eines unschuldigen Menschen im Irak, zur Kenntnis genommen. Diese Tat ist mit nichts zu entschuldigen, noch zeugt sie von irgendeiner menschlichen Denk- und Handlungsweise. Menschen, die zu so etwas fähig sind, begeben sich auf das niedrigste Stufe der Geschöpfe Gottes, weit unterhalb der Tiere. Für mich als Muslim ist es nicht nur Wunsch, sondern vielmehr Pflicht gegen Gott und den Mitmenschen, diese grausame Tat auf das Schärfste zu verurteilen. Obgleich diese Mörder wahrscheinlich aus muslimischen Familien stammen und von Politik und Medien und der Öffentlichkeit in die Nähe der sogenannten islamischen Extremisten gerückt werden, können diese Kreaturen weder den Islam verstanden haben, noch sich als Muslime bezeichnen. Sie beleidigen mit dieser Tat Gott, den Islam und das Ansehen der Muslime. Wenn sich solche Wesen islamisch nennen oder von anderen auch nur im Geringsten mit dem Islam in Verbunden gebracht werden, ist dies eine Beleidigung für jeden aufrichtigen Muslim. Wir Muslime sollten uns lauter und eindeutiger von diesen Tätern distanzieren. Ich appelliere auch an die Politiker, Medien und die Öffentlichkeit, sich solche barbarischen Handlungen nicht mit dem Islam in einem Atemzug zu nennen. Stattdessen sollten sie solche Verbrecher als das bezeichnen, was sie sind: menschenverachtende, gottlose, grausame Terroristen ohne Verantwortungsbewusstsein. Vielen Dank.